Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Ikaros. Wir sind wieder nach. Zweiter Part. Wir brauchen jetzt da Eisen. Ihr seht, ich habe ein bisschen was gemacht. Ich habe nur die Werkbank, den Lösungsmittelhersteller und den Steinofen hergestellt. Eine Kiste und jetzt geht's schon los. Wie gesagt, das ist alles Professorium. Ich stelle das da mal rein, dann bauen wir eine schöne Hütte. Aber ich muss mal ein bisschen vorankommen. Ich brauche mal Stein. Ich habe mal auch ein paar Steinchen. Warum zahle ich so viel Holz? Mit da unten rum sehe ich gerade. Ja, wir werden uns hier jetzt ein bisschen. Wir suchen jetzt irgendwo eine Höhle am Rand. Da waren ja immer welche irgendwo. Ich habe jetzt die Karte von damals von Ikaros nicht offen. Weil das vielleicht praktisch wäre. Ich hoffe nur, weil da unten nur Regenschauer an ist. Ich warte noch kurz wegen einem zwecks Regenschauer. Nur Regenschauer stört mich nicht. Es sollen nur keine Blitze dazu kommen. Zwecks wem brennt mir ganze Hit noch. Na schau, läuft doch. So, wir haben ein paar Stöckchen wieder mit drüben, das nehmen wir mit, das braucht nicht viel. So, schaut gut aus. Ja, schaut gut aus. Das werden wir da rüber geben. Das ist doch immer so blöd, dass man das so komisch ablegen muss. Aber ist okay. Gut. Also, die leicht dünklere Stelle da oben beim Storm Incoming schaut jetzt eigentlich schon. Ja, da kommt die Sonne schon wieder. Das ist schon mal optimöse. Weil dann sollte das soweit mal passen. Weil ich habe nämlich das Problem, sonst brennt mal eventuell irgendwo mal die ganze Hütte wieder ab. Das mache ich nicht. Bitte, geht doch. Ich habe es ja schon am Handy was nachgesehen. Ich habe nicht doch gesagt, man dachte, ich schaue kurz nach, wo der was ist. Unterprächtig. Der Käse funktioniert wieder nicht. Super. Jetzt freut man sich. Wo jetzt? So. Wo sind wir denn da? Hier unten? Okay, da haben wir aber nicht viele Höhlen. Ist, wie ich es vermutet habe, einfach im Berg entlang. Gut, wir brauchen Fackeln. Bodenfackeln, Schwefel und Stöckchen. Sollte reichen. Noch ein paar Verbände mal kurz nachpfeifen. Gier brauchen wir eigentlich nicht, wir sind gegiert, von daher. Gut, da brauche ich nicht nachdenken, was da besser ist. Da ist relativ leicht, was zu finden. So, letztes Düsen. Wir müssen ins Wasser hüpfen, was geht, müsste eigentlich gehen, oder? Muss ich ehrlich sagen, die Framerate ist super. Die bricht überhaupt nicht ein. Kann ich doch nicht noch irgendwas ein bisschen höher drehen dann?
Schatten sind auf Mittel, alles ist episch. Da brauchen wir, glaube ich, was anderes. Ja, dann bleibt man eigentlich nur das muss auch auf hoch. Also okay. Sehen wir im nächsten Mal. So. Irgendwo hier müsste jetzt ein Ding kommen. Fackel. Hier habe ich auch schon wieder meine anderen Bögen. Looks good. Ich überlege gerade, ich brauche ja Stöckchen, um die zu befeuern. Oder irgendwas halt, um mal einzuhatzen. Na gut, kann man eben Thema. So. Wie toll. Leck mich doch! War anscheinend doch irgendwie blöder, als ich in Erinnerung hatte. Ja, die Wurmhaut, da gibt es ja auch einiges Neues. Da haben wir aber tolle Sachen überall. So, noch wer? Das war's jetzt, oder? Ich habe hier Eisen, Eisen, Aluminium. Ich habe viel Eisen, das ist gut.
Oh, da können wir ordentlich Eisen abbauen jetzt. So. Also Eisen ist einmal erledigt dann. So. Ja, man erledigt es gut. Wir haben dann viel Eisen, aber müssen halt dann auch. Ich will meinen Höhlenkoller. Nagel. Selten, dass man das auch kriegt. Was ist daher? So. Wir brauchen auch andere Abbauwerkzeuge dann wieder, weil man ja. Das Vorhandene kann man ja nicht reparieren. Ich weiß nicht, kann man das jetzt mittlerweile reparieren? Nee, das habe ich nicht gelesen. Jawohl. Und gehen wir daher. Jawohl, abgebaut, meins. So, bevor ich jetzt irgendwelche Kunststückchen mache, wir nehmen die wieder mit, so, X. So, sind wir da runter. Dann gehen wir hier. Eisen, dann Kupfer. Gold haben wir schon. Die Würmer waren jetzt dann nicht unbedingt die freundlichsten Zeitgenossen, aber da kann ich wenigstens bestätigen, die sind nach wie vor, ich will es jetzt nicht runterspielen, aber wirklich eine Gefahr sind es nicht. Das war damals sogar einfach runterhauen, nur in Wasserumgebungen geht das halt nicht, aber so. Warum nicht? Ach, das ist ein Schlag, wollte ich noch. Wuss. Warum ist denn jetzt aus? Boah. Hoppla. Mich selber in Brand gesteckt. So, jetzt ist die Frage. Was bauen wir jetzt noch ab? Jetzt habe ich die ganze Axt an dem verbraucht. Und hätte es eigentlich hier. Brauchen ein bisschen Scheiße. Scheiße. So. Leute, wir müssen nach Hause gehen. Das war klar. So, jetzt haben wir wieder den Scheiß auch.
Das nervt mich aber ungemein. Ehrlich gesagt nervt mich das wirklich. Das ist, wow. Dass das jetzt kaputt ist, nervt mich schon. So. Ah, ein Doppelklick, okay. Ich habe wieder Lungen gezündet, dafür nicht volle Kanne. Hier ist es okay. Oh ja, mit der Fackel. So, ne. Rein da, trautes Heim, Glück allein, oder? 7,97 Grad hat's, okay. Traue ich mich nicht, wird irgendwas kaputt. So, alle. Und das heißt, wir brauchen jetzt das für Höhlenwurmpfeil. Nein, machen wir nicht. Höhlenwurmbogen. Muss man mal anschauen, welcher der beste ist. Ich glaube aber meiner ist noch immer besser, aber wie gesagt, der wird irgendwann kaputt, dann werden wir den craften. Bruder, den Amboss, 40 mal das. Das gehen wir pennen. Guten Morgen. Erst 5. Fuck. Er wird nicht mit beschleunigt. Naja. Soll so sein. So, dann brauchen wir eine Kiste, Kiste. 6 Kisten, Geist. So. Ist mal alles darüber. Was wir jetzt nicht gleich direkt brauchen. Der ist ja gut aus. Das werden wir auch, wenn wertlos da reingehen. Das da, warum das? Weil das könnte man auch als Treibstoff verwenden, damit das nicht passiert unabsichtlich. Holzstein. Gut, okay. Warten wir mal. So Leute,
da ein Fehler in der Aufnahme passiert ist, habe ich leider, fehlt mir jetzt leider das Zwischenstück jetzt zwischen dem Nägel herstellen. Ich bin schon etwas weiter. Also ich habe hier, das ich erkläre es kurz. Ich habe hier den Steinmetzverarbeitszeug hergestellt. Das, die Werkbank ist hier, das Oxygen-Ding, der Schmelzer, also der normale Steinofen. Dann hier habe ich mal die Nägel hergestellt. Das ist ein Fleischtrocknungszeug, muss ich ehrlich sagen. Bin gar nicht so unbegeistert von dem Zeug. Kann mit dem Klump nämlich relativ viel anfangen. Ja, dann habe ich hier angefangen, einfach nur mal die Steinplatten herzustellen und die Säulen. Und habe dann im Endeffekt hier den Boden ersetzt. Und einige Säulen. Nicht alle, wisst ihr jetzt. Das brauche ich hier. Das rennen einige Säulen auf. Somit hält auch die Bearbeitungsbank, habe ich schon jetzt. Die hält jetzt auch, weil prinzipiell die, da wär der Boden jetzt zusammenbrochen beim normalen Holz. Das Problem ist nämlich, dass der Plast aus dem Gewicht nicht wirklich. Außer es steht am Boden, dann ist es wahrscheinlich egal, aber nicht eben so auf die Art, wie wir das jetzt gemacht haben. Ja, prinzipiell brauche ich jetzt hier, werde ich jetzt zwar mal farmen dann für das Eisenbahn und die Betonmischung. Werde ich mir nämlich dazu bräuchte, weil ich möchte auch die Biospritlampe dann haben. Eben für die Höhlen ist das optimal. Dann gibt es noch einen Höhlenscanner. Der ist auch cool gewesen immer. Nee, der war nicht so cool. Den Tiefenbohrer mal anschauen. Ja, die Mischmaschine werden wir brauchen. Also da brauche ich noch einiges an Eisen, aber wenn ich mir das so anschaue. Oder so. Darf der weitermachen? Also, wie gesagt, dauert noch etwas. Wir werden hier. Die Decke fehlt ja auch noch, komme ich gerade drauf. Da fehlt noch einiges. Ja, wie gesagt, leider fehlt dieses Hin- und Herholen von dem Zeug. Ja, es war eh viel Gefarme, nichts Aufregendes, Tolles, aber leider fehlt das, das ist leider nicht irgendwie verloren, irgendwie, also die Aufnahme nicht funktioniert. Wie ich sie beenden wollte, die Aufnahme, jetzt habe ich gesehen, dass er gerade eine neue beginnt, irgendwann schleicht ich, das fehlt jetzt was. Wie gesagt, Gott sei Dank nichts Gravierendes, war nur ein bisschen Rumgefarme. Jawohl. Fangen wir auch gleich oben an. Ja, so werde ich das verstärken, dass wir mal sicher sind vor diversen perversen Blitzeinschlägen. Dann hole ich mir wieder neues Gear. Also diese Abbau-Axt. Warte mal. Ne, ist das gleich nicht drin. Es wäre mal interessant, wäre es wirklich, wenn ich jetzt abreiße mit dem kaputten Werkzeug per Dropship und dann wieder zurückkomme in Dropship, ob das dann eigentlich müsste wieder repariert sein. Denkst du aber auch nur, oder? Ja. Es ist jetzt weiter Untergang.
paar davon brauchen wir irgendwas, ne? Wir werden das auf jeden Fall mal rausfinden, wenn wir wieder ins Weltall zurück und wieder retour kommen, ob das irgendwie eine Rolle spielt dann für die Haltbarkeit. Könnte man aber auch gleich machen. Machen wir das noch geschwind, ha? Huh? Ja. Das ist Steuerung rechts plus Steuerung links. Was? Hä? Also ich habe keinen Plan, was das da unten jetzt genau heißen soll, aber... Es ist schon mal völlig okay für mich, wenn es irgendwas heißt. Bin da ja nicht so. Nein, geh weg. Das kam alles ja bisher auch nicht vom Weltall. Weltall, haha. Die sind eh schon hin, die Pflanzen. Was mache ich mit dem Mist? Wie ist das? Ja, ich will nur den Hammer dann umkriegen. Rest ist mir eh wurscht. So. Fisch? Fischalarm. So, jetzt werden wir hin und her tun. Wir haben da sonst nicht wirklich was mit. Jetzt. Ja, das ist ja. Das sind alles Sachen, die ich hatte. Gut. Duckert man mit dem mal weg. Duckert man mal wieder zurück. Und schauen wir einfach, was rauskommt. Ah, es ist ein schöner Abschluss für den Part, dass wir das probieren. Dann werde ich, wie gesagt, hier aus Stein das fertig bauen und dann sind wir mal safe. Ja, tschüss. Fliegen wir wieder. Sie werden natürlich allein, wenn das jetzt praktisch das, die Welt beendet, was ich aber nicht glaube, also das. Kann ich mir jetzt beim besten Willen nicht vorstellen, eigentlich, dass das jetzt beendet. So, schauen wir mal. Lande ich jetzt wieder neu oder was passiert jetzt? Geometrie vorbereiten. Ich lande. I'm naked. Jawohl.
Hey Leute, das funkt. Man, es ist nicht unbedingt das. Ja, für dich. Ja, ich meine, ab und zu mal, wenn man das Bessere will, warum nicht? Das ist ja cool. Also es funktioniert, könnt ihr eure Werkzeuge reparieren, indem ihr mit denen mal mit dem Dropship hin und zurück geht. Wenn es ohne Dropship macht, passiert gar nichts. Krankheiten sind übrigens auch weg. Sehr gut. Ja, schaut gerade nicht so schlecht aus, gerade, ja. Was war das noch hier? Das rennt noch. Die Pfeile nehmen wir mit und das war jetzt unnötig, dass ich es gemacht habe. Aber was soll's. Leder und Holz. Nicht sehr ergiebig. Besser. Drei, vier, da fehlt. Ah, da fehlt ja nicht mehr viel. Oh. Ich will es unendlich viel von dir produzieren, aber sagen wir so, ich weiß ja, dass sie das nicht ausgeht. So, Böden, ready to go. Ja, und da war es jetzt wirklich interessant. Was braucht man da jetzt noch alles? So, wir brauchen eins. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben! Jetzt haben wir mal den Riebringer. Wäre cool, hätten wir Boden und die Säulen fertig. Sieben. Der ist zart. So, sieben. Der war da dazu noch. So, das war's, Leute. Eine bessere Fleiß. Ah! Thank you.
Ausweichen ist wirklich nicht viel mit euch. Kann dann irgendwie aufhören, ohne dass er wieder gerüstet bauen muss. Ja. Ja, ich bin oben. Zwar noch? Warum zwar? Das ist schon cool, das sehen wir sie auf. So. Passt. Boden repariert. Ah, Boden fertig. Pfeiler fertig. Jetzt fehlen noch die Wände und Decken. Und da überlege ich mal, na, größer machen wir es nicht. Aber ich werde es umdrehen, weil ich werde es auf jeden Fall ja mitnehmen beim nächsten Mal. Da kannst du ja sicher sein. Du kannst dann lassen drauf. Und. Eine hübsche Wand. So, haut hin. Das war's. Geschafft. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Abo, Like, Comment. Nicht vergessen, meine Freunde. Bis dann und...